Hallo zur 48-Stunden-Aktion 2015. Heute beginnen wir mit der 48-Stunden-Aktion hier im Geibelbad in Pirna. Und dazu gibt es ein paar Sonderregelungen. Wir spielen nämlich Tabu. Das heißt, wir haben eine schöne grüne Karte. Und auf der grünen Karte stehen Begriffe, die die Gruppen nicht verwenden dürfen. Und das, denke ich mal, wird heute sehr spaßig werden. Immer wenn ein Begriff verwendet wird, gibt es ein kleines Quietschi, was sozusagen als Zensurton dient. Jugendfeuerwehr Pirna, auf eine gelungene 48-Stunden-Aktion mit einem dreifachen Gut, Schlau, Gut, Schlau, Gut, Schlau. Erstes, zweites, drittes Rohr Wasser. Mosch. Schlau. Gut, Schlau. Gut, Schlau. Jugendclub. Lustig. Einer für alle, alle für einen, sportfrei! Okay. Ja. Also, wir sind hier bei der ersten Gruppe und bei unserer diesjährigen 48-Stunden-Aktion. Und ich würde sagen, die Gruppe stellt sich einfach mal vor. Ich bin die Sarah. Ich bin der Marvin. Und welche Gruppe repräsentiert ihr? Die Jugendfeuerwehr Pirna Altstadt. Das erste Quietschi. Ja, was macht ihr denn heute so oder die 48 Stunden über? Die Kinderattraktionsplatz vorbereiten, wie zum Beispiel die Schaukeln aufhängen und die Bänke streichen. Ja, wir versuchen das Geilbad zu be... Was denn, ne? Ach so, zu beschönern. Ja, also das zu beschönern, ja. Und was wollt ihr denn noch alles so verschönern, spezifisch? Wir wollen noch die Bänke streichen, die Tische. Also wir wollen noch die Bänke bemalen. Die Tische bemalen und die Stühle bemalen, ja. Dann wollen wir noch die Fugen auskratzen und das war's. So. Oh, das klingt doch nach einer Heidenarbeit. Also wir befinden uns heute in Heidenau, unsere zweite Gruppe. Und die stellt sich gleich mal vor. Ihr seid? Die Gruppe von denen, die Feuer löschen. Ah, die Gruppe von denen, die Feuer löschen. Und was sind eure Aufgaben? Was macht ihr so? Also wir löschen eben Feuer und dann wir retten noch Leute, Tiere und ja. Und das macht ihr alles heute oder habt ihr jetzt spezielle Aufgaben? Was macht ihr denn heute so? Wir gehen zu den einzelnen Stationen, zu den Märchen eben, zu den Märchenbüchern und wir sammeln da ringsherum Müll ein und ja. Und macht ihr noch ein bisschen mehr als Müll aufräumen und was macht ihr denn noch so? Erzähl mal. Wir lesen hier die Bücher vor. Ich mache manchmal Fotos mit meinen Händen hier. Und das war's eigentlich. Und was machen die anderen Gruppen so? Die sind in der Feuerwehr. In das Krisengebäude, wo die eben was bauen eben, glaube ich. Ah, hier in dem Gebäude, wo die hier Brand löschen, die Fenster. Ja. Ach so, gut, gut. Also wir sind heute noch bei Gruppe Nummer 3 im Jugendclub Losdorf und die werden sich jetzt mal vorstellen, was die hier so alles machen.
Ja. Also wir sind der Jugendclub Losdorf. Unser Jugendclub wurde 1987. Mach weiter. Wurde 1987 erbaut. Also wir sind ein Anwesen. Ne, Bier. Das hier ist ein Anwesen für Jugendliche in Losdorf und ist eigentlich immer ziemlich gut besucht. Und dieses Jahr haben wir vor, den Platz in Ordnung zu bringen, auf dem viel Ball gespielt wird. Und jetzt seid ihr dran. Kurze Frage. Was denn für Ball? Runder Ball. Ball über die Leine? Ball, das darfst du nicht so sagen. Ja, alles so. So ein rundes Objekt zum Spielen. Ist in Ordnung. Und mit dem Gelände, was wollt ihr da hier noch so alles machen? Also wir haben jetzt vor, unseren Schuppen quasi auszuräumen und mal in Ordnung zu bringen. Hast du wieder Ordnung gesagt? Außerdem möchten wir den Rasen noch weiter mähen und auch in den Boden putzen und die Wände schrubben. In unserem Gebäude. Also mit Rasenmähen würde ich mitgehen, möchte echt mal machen langsam. Und unsere zusätzlich wichtigste Aufgabe ist, wir haben ein ziemliches Holzproblem und deswegen sind unsere Jungs damit beschäftigt, heute den ganzen Tag Holz zu machen. Also wir sind hier am letzten Ort vor der böhmischen Grenze in Hinterhermsdorf. Und die Gruppe, die erzählt mal, wer sie ist und was sie so machen. Also wir sind die Jugendlöschgruppe aus Hinterhermsdorf. Wir putzen hier unseren Dorfdümpel. Eigentlich ist das Ganze ja zum Baden gedacht. Damals war es auch mal ein Bad, jedoch ist es sehr verdreckt und jetzt als Naturbad anzusehen. Ja, der allgemeine Sinn ist ja, was für die Gemeinde zu tun. Und da ja viele Kinder hier gerne auch im Hochsommer baden gehen und eine Möglichkeit haben, da irgendwie auswärts zu fahren, machen wir das hier und anderem auch für die kleinen Kinder, dass man da mal im Sommer eine kleine Abkühlung hat. Wo habt ihr das ganze Wasser gelassen? Das Wasser, das ist, wurde abgelassen, wahrscheinlich in die Kanalisation. Und aufgefüllt wird es dann wieder aus dem Vorwärmer, der da oben zu finden ist. Also wir sind hier in Porschendorf und meine erste Frage ist, wo ist denn hier das Porsche-Werk? Das Porsche-Werk, das ist da hinten, die große Fabrik, die weiße. Super, haben wir das geklärt. Und zwar, erste Frage, wer seid ihr denn eigentlich? Und die zweite Frage, was macht ihr? Ja, wir wohnen fast alle schon immer hier. Und wer seid ihr, kleiner Mann? Ich bin der Philipp. Und ihr alle zusammen? Ich darf ja nicht Club sagen. Wir sind eine Biergenossenschaft. Genau, eine Biergenossenschaft. Ah. Genau, ja, eine Organisation von Jugendlichen, die sich hauptsächlich hier zum Feiern treffen, aber wir machen auch Aktionen, wir fahren gemeinsam in Urlaub und helfen beim Ortsfest und solche Geschichten. Und raucht viel. Nee, und was sind eure Aufgaben? Was macht ihr? Also heute haben wir drinnen ein bisschen gestrichen und die Anlage neu verkabelt. Feuerstelle. Wieder ein bisschen unseren Vorratsraum haben wir ausgeräumt mit neuen Regalen jetzt. Was macht ihr so außen? Ja, hier draußen haben wir halt jetzt hauptsächlich ein bisschen Ordnung. Ich habe Hausen nicht draußen gesagt. Außen. Leider der Stab. So ein Ärger. Stab. Na gut, da haben wir ja schon mal erfahren, was ihr so alles macht. Also wir sind hier in der Gemeinde Groß-Röhrsdorf-Bienstorf und da haben wir unsere fast letzte Gruppe und die werden sich jetzt mal vorstellen. Wer seid ihr denn? Ich bin der Niklas und Jugendsprecher. Ich bin die Chantal und Jugendsprecherin. Und welche Gruppe tut ihr repräsentieren?
Die... Ich darf nicht Feuerwehr sagen. Die Jugend von Großholzdorf-Wiensdorf. Ah, und ihr seid bei der 48-Stunden-Aktion dabei. Was macht ihr denn so Schönes? Wir machen eine Choreografie für 75 Jahre, also hier. FW? Was heißt FW? ja. Also, wir machen eine Tanzchoreo. Scheiße. Rhythmische Bewegungsgymnastik. Genau, für rhythmische Bewegungsgymnastik. Ah. Und würdet ihr uns das auch nochmal zeigen heute, oder? Nee, nee. Also, wir blamieren uns ein anderes. Kein Bedarf, okay. Hallo, wir sind bei unserer vorletzten Station hier in Pirna und das Team wird sich gleich mal vorstellen. Wer seid ihr? Ja, wir sind das, oh Gott, ja, das Betreuungsteam vom, das geht doch gar nicht. Es geht auf jeden Fall immer um Bewegung, Spaß und Freude bei der ganzen Geschichte, damit klein, jung und alt sich immer schön bewegen. Und das Ganze ist die Dachorganisation im Landkreis Sächsisch-Schweiz-Osterzgebirge. Also seid ihr für die Bewegung zuständig. Richtig. Gut. Und was macht denn ihr in der 48-Stunden-Aktion? Ja, wir haben jetzt unsere ganzen Module, die wir dann für unsere Aktion immer brauchen, wieder auf Vordermann gebracht. Wir haben die einfach gereinigt, Kleinreparaturen gemacht. Und dazu haben wir unser Team eingeladen, damit wir das hier nicht ganz alleine machen. Haben wir ein großes Team gesucht und die haben wir alle hergerufen in der Zeit. Und dann sind die hergekommen und dann haben wir es alle gemeinsam erledigt. Genau. Ja. Ja, was habt ihr denn eigentlich hier so im Hintergrund, um das mal für die Außenstehenden? Ja, das ist der Kletterberg von uns, ein sehr beliebtes Modul bei den, den Kindern. Ja, wir sind jetzt schon leider fertig mit dem Saubermachen. Es fängt jetzt leider wieder mit Regnen an. So müssen wir jetzt das Sportmodul jetzt wieder zusammenpacken. Ja, dieses Modul wieder zusammenpacken. Ja, genau. Und man kann ja bestimmt auch Veranstaltungen so finden hier mit sportlichen Aktivitäten, oder? Genau, also wenn es um Feste geht, ob groß oder klein, dann kann man uns auf jeden Fall immer buchen, egal ob im Internet, telefonisch sind wir erreichbar oder auch per E-Mail. Und dann kommen wir vorbei, machen wir uns einen Termin aus und dann sind wir da und bringen viele Leute mit, viel Spaß und sorgen für ordentlich gute Stimmung. Und der Ansprechpartner ist der KSB. Ja, vielen Dank. So, wir sind jetzt in der letzten Station der 48-Stunden-Aktion 2015. Und zwar sind wir im wunderschönen Bad Gottleuba, in dem allerbesten Club, den es gibt, im Jugendclub Bad Gottleuba. Leider will aber keiner mit mir sprechen, so muss ich als ehemaliger Chef jetzt mit mir selbst reden. Und zwar, ja, wer seid ihr denn eigentlich und was habt ihr denn gemacht? Ja, also wir sind der Jugendclub Bad Gottleuba und es gibt schon seit 2007. Und wir haben, was haben wir denn heute gemacht? Wir haben den, ich darf es ja gar nicht sagen. Wir haben aus Holz etwas gebaut, was hinten abschirmt. Dann haben wir eine Seite von einer Wand neu gemacht, wo ein Logo drauf ist, was woanders jetzt drankommt. Und was haben wir denn noch gemacht? Was haben wir noch gemacht? Aufgeräumt natürlich und draußen haben wir gemäht. Ich bin gut. So, und wie lange braucht ihr da ungefähr jetzt noch für all diese Sachen? Na, wir sind eigentlich schon so ziemlich fertig.
Wir präsentieren das Goldene Quietsch für das professionellste Vermutung. Hier kommt das Quietsch für den witzigsten Beitrag.